Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Es ist schon eine Weile her, dass ich hier was gemacht habe. Ich muss gerade erstmal über. Ich hätte mir mal vorher Gedanken machen sollen. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Projekte vor uns. Zuerst möchte ich noch eine Sache einstellen. Ich habe den Team Manager runtergeladen oder Management. Genau, den Team Manager. Halt, das wollte ich gar nicht. Ich will es einfach nur auf. Für die ganze Stadt soll es sich ganz gewöhnlich aufbauen. So, dann kann ich mir auch das Stadtgebiet sparen, wie es jetzt ist. Und das später nochmal. Das später nochmal machen. Das war jetzt nur, damit sich alles auch richtig aufbaut, weil da scheinbar ein Fehler war. Wie man ja in der letzten Folge wahrscheinlich gesehen hat, da haben sich ein paar Häuser falsch aufgebaut. So. Als nächstes möchte ich das hier einmal löschen. Wobei, das kostet ziemlich viel Geld, das zu löschen. Bauen wir erstmal uns weiter auf. Gut. Nehmen wir mal den Friedhof. Und machen ihn mal ein bisschen schöner. Ich hatte irgendwo eine Sache entdeckt. Ja, ich habe immer noch viel zu viele Sachen. Obwohl, das war nicht bei Parks. Ich hatte irgendwo eine Sache entdeckt, die ich da vielleicht ganz gerne reinnehmen möchte. Nein. Ich werde da mal ein bisschen durchsuchen. Ich glaube, ich bin nah dran. Verlassene Steinbauernhof. Oh, sehr schön. Sehr schöne verlassene Sachen. Da, uralter Friedhof. den könnten wir vielleicht hier mit reinnehmen. So, ich platziere ihn erstmal. Direkt hier dran. So. Okay. Gut. Kann mich noch ein bisschen verschieben. Nee. Lass mir dich mal. So, auf jeden Fall ein schön. Das ist so das alte Friedhofsgelände. Das, was hier vorher war. Vielleicht können wir auch ein paar Wege noch reinnehmen. Hier mal dieses Anrasten alles rausmachen. Ein bisschen in Kurve gehen. So von hier aus. Zu gering. Machen wir mal von hier ein Stück. Hier ein Stück. Willst du das? Okay, da rein geht es nicht. Schade, ich hätte sehr gerne hier einen Weg drin. Vielleicht entfernen wir dann auch wieder hier ein bisschen Weg. Ja, das ist jetzt zu lang. Nehmen wir mal ein Stück geraden Weg. Einfach so hin. Ja, das geht schon. Das geht doch. Okay.
So. Und dann füllen wir es ein bisschen mit Bäumen. Hier hätte ich auch was Schönes entdeckt. Und zwar die hier. Die ganzen Bäume ohne Blätter. Ich finde, das passt so auch ziemlich gut zu einem alten, verlassenen Friedhof. Hier könnten wir mal einen schönen Baum reinsetzen. So, den setzen wir auch nochmal hier drüben hin. Dort nochmal zwei hiervon. Hier noch den hier. So. Ah, nicht perfekt. Mal dich vielleicht hier hinten hin. Okay. So, ich denke, das sieht doch schon mal besser aus. Vielleicht. Dass wir doch ein bisschen. Machen wir dich mal hier in die Mitte so ein bisschen. Obwohl. Wir setzen dich mal in die Mitte. Und dich mal hier hin. Vielleicht dich hier in die Mitte. Und dich dann doch hier. Ein bisschen Grün gehört ja auch noch rein. Was bist du für ein Busch? Soll so ein bisschen verwitterter aussehen. Wir machen hier mal ein paar schöne Pflanzen rein. So. Ich weiß noch nicht, ob es so aussieht. Ja, damit kann man vielleicht auch noch arbeiten. Dass es ein bisschen alt aussieht. Okay, auf jeden Fall fehlen aber auch noch ein paar richtige Bäume hier auf dem Gelände. Hier habe ich noch ein paar sehr schöne entdeckt. Okay, der ist mir zu klein. Den will ich gleich nochmal löschen und stattdessen den hier nehmen. Einmal schön. Oh, der ist jetzt ja noch größer. Na egal. Also ich lösche dich nicht, ich verschiebe dich immer. Vielleicht einmal hier mit auf dem Friedhof. So, hätte ich gerne noch einmal den hier. Gut. Und dann vielleicht noch ein paar normale Bäume. So, eine Erle. Ja, das können wir ja leider nicht so richtig verstecken. Vielleicht mache ich auch erstmal den Zaun. Ja, Parkzaun, du passt ja ganz gut. So, setzen wir mal dich hier lang. Auch damit hier mal alles verschwindet wieder. Das ziehen wir uns gleich alles zurecht, wie es uns gefällt. Ort ist belegt. Okay. Kann ich ein ganz kleines Stück verschieben? Ja. Gut. Dann nochmal den Zaun hier zurechtrücken. Okay, da passt es auch. Gut, dann kommen wir jetzt ja mit ein paar Bäumen
Alles hier ein bisschen hübscher machen. So, das mache ich auch noch mal hin. Aber hier vorne lasse ich eine Grünfläche. Einmal so um den Baum herum. So. Gut, das passt. Kleiner Busch. Könnten wir auch noch mal nehmen. Ja. Können wir auch noch mal ein bisschen rein. Okay, das ist wahrscheinlich unnötig. Wenn wir den noch mal reinsetzen. Ich setze mir noch einige Bäume mal hin. Ich überlege gerade, wie ver... Naja, ich mache einfach. Wir verkleinern mal den Friedhof ein bisschen. Ich behalte ich mal. Ziehe ich einmal mal hier einmal rum. Und dann setze mir hier noch ein paar Häuser hin. So. Ja, so passt es. Gut. Zaun. Von hier aus wieder. Einmal hier direkt rüber. Und hier anschließen. Okay. So. Dann können wir hier auch noch mal ein bisschen an der Mauer lang. Okay. Ja, ich finde, das geht. Das kann man so auf jeden Fall nehmen als Friedhofsgebiet. Sehr schön. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Geld. Dann kann ich einmal die Autobahnauffahrt hier neu machen. So. Ich schaue erstmal, wie teuer die sind. Ja, ein paar habe ich mir runtergeladen. Ich brauche eigentlich nur sowas Schönes hier. Die sind alle sehr nett. So. Ja, da kann man sich echt schwer entscheiden, was ist jetzt am besten geeignet. Aber irgendeins muss ich ja nehmen. Ich könnte auch einfach das hier nehmen. Kosten 16.000. Kosten 14. Wie siehst du aus? Ja, das sieht doch nett aus. Auch gar nicht so groß. Das könnten wir ja mal reinnehmen. Und reiß mir jetzt mal alles ab. So, einmal unterirdisch und das schöne Stück hier noch. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier jetzt. Ja, so passt es. Das sieht doch gleich viel besser aus. Oben auch breit genug. Man kann es nochmal verbreitern, wenn man den Bedarf hat. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das noch verbreitern können. Vierspurig. Ja.
Nein, das war falsch. Was mache ich da? Nochmal. Vierspurig wird das Stück. Weil die da wieder rauffahren, genau. Und machen wir erstmal dreispurig und verbinden das. Und ziehen das dann alles einmal schön gerade. So. Hier ist ein Knick. Der soll nicht sein. Ja, das geht. Ja. Hier ist auch ein bisschen, ein klein wenig weniger. Und hier würde ich dann einfach einen Kreisverkehr hinsetzen. Okay, so natürlich nicht ein kleinerer Kreisverkehr. Obwohl, wenn ich ihn hier hinsetze, ich weiß, ich habe einen Roundabout-Bilder. Der ist, glaube ich, besser geeignet. So. Setz mir mal hier hin. Vielleicht ein bisschen Abstand oder... Machen wir mal so. So, dann ändern wir einmal das, woraus er ist. Und schließen die an. Und noch einmal den hier anschließen. Ja. Das kann man so machen. Das ist alles angeschlossen. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Das Stück hier und hier nochmal ein Stück. Hier noch ein Stück und da ein Stück. So. Ja, so wird es gehen. Ich könnte natürlich auch das da drin einfach in zweispurig machen und hier drei lassen. Aber ich denke, es reicht so. Die Linien werde ich mal zwischen den Folgen machen. Das erspare ich euch diesmal. Und dann auch richtig. Und hier werde ich das auch nochmal richtig machen. So. Wir brauchen Industrie. Dann können wir auch gleich hier weitermachen. Industrie, genau. Landwirtschaft. Ah, wir haben noch keine großen. Aber machen wir mal mit den kleinen Getreidefeldern weiter. Erstmal natürlich eine Straße. Ich muss mal schauen. Hier müsste es sein. Wieder alles an, damit es auch hier richtig schön gerade wird. So, das müsste ein Abstand von 18 sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hoffe ich einfach mal. Ja. Nein, der war falsch. Verschiebe ich einmal. So. Das Weizen ist richtig. Hier kommt auch Weizen und dort ebenfalls. Wasser. Einmal hier noch längs. Hier auch noch.
So, das mache ich ja mal kurz ein bisschen weiter. Ja, mach mir noch ein paar Fader hin. So, haben wir eigentlich schon eine Getreidemühle? Weiß ich nicht. Ah, ich muss einmal schnell hier noch was ändern. Eins von beiden muss ich kleiner machen. So. Damit sich die Namen nicht mehr so überlappen. Ja. Jetzt kann ich hier mal anständig raufklicken. Und sehe auch, was wir machen. Wir produzieren eigentlich nur die Nutzpflanzen. 50 Tonnen. Das ist, naja, noch zu wenig. Wir haben schon die großen Felder. Nein, kleine Viehweide haben wir nicht. Ah, mittleres Getreidefeld. Okay. So. Ja, so langsam wird es hier. Ein paar Dinge fehlen hier auf jeden Fall noch. Ist da oben auch Wasser? Nein. So, dann setzen wir einmal noch Wasserrohre hin und können dann hier Industrie ausweisen. Naja, noch baut sich hier nicht viel auf. Ja, passt schon. Ja, doch, es baut sich auf. Also, es geht schon. Gut, hier haben wir Bürogebiet. Auch sehr gut. Ja, aber wie wir weitermachen, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.